Die Schweiz feiert Geburtstag und das ist doch ein Grund, dankbar zu sein. Dankbar, dass wir in so einem Land leben dürfen, wo wir selber bestimmen können, wie wir leben und auch mitbestimmen können, was in der Politik läuft. Doch das wird immer wie mehr bedroht, durch unsere eigenen Leute zu Bern. Sie möchten lieber ein Güppli mehr in Brüssel trinken und uns vorschreiben, wie wir das Leben haben und unsere direkte Demokratie untergraben. Mit zum Beispiel einer dynamischen Rechtsübernahme, wo wir nachher nicht mehr dürfen sagen, ob wir das Gesetz wollen oder nicht. Weil es wird dann heissen, oh nein, das ist nicht vereinbar mit EU-Recht, oh nein, das gibt es Sanktionen. Das blüht uns, wenn wir Ja sagen zu einem Rahmenabkommen 2.0. Mir ist es wichtig, dass meine Generation und meine Kinder auch das erleben können, was ich erleben darf. Mein Leben können selber zu bestimmen und können mitbestimmen, was in der Politik läuft und was nicht. Bist du auch dieser Meinung, dann wird Mitglied von Pro Schweiz. Hilf uns, dass wir das erhalten können und kämpfen wir dafür. Nehmen wir den 1. August als Anlass, für das zu kämpfen, was uns wichtig ist. Happy 1. August!